Grüße, Jo. Es ist 2:30 Uhr morgens, das heißt, ich muss ungefähr 1,5 Stunden zur Arbeit. Yay! Aber ich musste ein bisschen warten auf bestimmte Sachen, deswegen bin ich spät dran. Deswegen Little Witch Academia, Episode 2. Yay! Immer noch schade, dass anscheinend niemand das Ding lizenziert hat. Ehrlich, außer Netflix, okay. Aber warum ist bei uns? Das ist etwas strange. Aber okay. Und ich weiß nicht, aber wie ich noch. Was man eigentlich jetzt noch sage, ohne dass ich viel spoiler, weil Leute sich immer wieder aufregen, dass ich spoiler. So wie. Ich halte mich sowieso einigermaßen vage und beschreibe. Aber okay. Leute beschweren sich gerne, das soll mir egal sein. Man kann es niemand immer recht machen, oder? Auf jeden Fall, Episode 2, Little Witch Academy. Ja. Ruhig fängt es an, was auch einigen schon, wie ich gehört habe, negativ aufgeschrieben wird. Alle so wieder so, Trigger macht immer so mega. Sag ich, ja, Trigger macht gute, geile Action, geile Animation. Großteils aus Studio Gainax Mitarbeitern entstanden, deswegen ist das auch irgendwie klar. Wie oft ich das sagen muss, ist mir auch nicht ganz logisch, aber okay. Leute ärgern sich, dass es zu ruhig anfängt. Bisschen Charakterbuilding wäre schon recht. Also, du kannst ja davon ausgehen, dass die Serie ein bisschen länger läuft als die normale Season. So hätte ich es gesehen. Und läuft die jetzt über 24 Folgen wahrscheinlich sogar? 12 Episoden. Ja, aber wir werden sehen. Trigger macht normalerweise. Wir werden sehen. Momentan sind 12 angesagt, aber ich habe da andere Sachen schon gehört. Zu ruhig. Warum, weiß ich jetzt nicht, aber das stört mich. Ich will jetzt mal ein bisschen auf die Charaktere, bevor wir hier zum mördermäßigen Action gehen. Also, und du bekommst hier erst einmal ein bisschen ein Gefühl für diese ganze Welt, um diesen ganzen umgehenden Bereich, den du hast, die ganze Akademie und so weiter und die Figuren, die da sind. Du musst erst mal wissen, was los ist. Was ist hier das Problem? Selbst Killer Kill hat nicht andauernd nur... Okay, ja, Killer Kill hat dann auch mehrmäßige Action gebracht. Ja, aber hat auch ruhige Action gehabt, in gewissen Sinne. Wirklich weniger passiert ist im Verhältnis. Und hier ist es eben so, du hast den ersten Schultag mehr oder weniger. Und das ist fast schon Slice of Life-mäßig aufgezogen. Du siehst, wie sehr Akku über Charlotte abgeht, zum Beispiel. Und dass sie einen Sauerstoff diesen Wald gefunden hat. Kommt mir die Frage auf, warum war er dort? Du erfährst in dieser Episode zum Beispiel auch, dass sie seit 10 Jahren, also ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als sie die letzte Show gemacht hat, zu der Akku ging anscheinend, verschwunden ist. Und keiner weiß wieso und anscheinend scheint es auch niemanden groß zu kümmern. Man bekommt ja ein bisschen Showcasing von Diane, die man ja aus den Filmen und aus der OVA schon kennt. Also groß ist aus den OVAs zum Beispiel. Und wie gesagt, das ist auch schon eingefunden. Hier kommt sie nicht so... negativ rüber. Eher, dass es ihr Umfeld ist, dass das Ganze hier so spielt. Sie ist Top-Student, also sie ist wirklich eine von diesen wirklich großen Leuchten in der Schule anscheinend. Lange Familientradition und so weiter, also, wie man mitbekommt. Und eben, sie hat zwar ihre Hochnäsigkeit, aber auf keinen Fall... du merkst gegen Ende, dass sie nicht von Grund auf her schlecht drauf ist, sondern eher so, dass sie mehr so diesen Druck von anderen spürt. Und das alles so, ja, Wartungsdruck, mehr oder weniger. Erwartungen von anderen und ihren beiden Gehilfigen, die ihr nachdackeln zum Beispiel. So, okay. Und was ich auch schon oft gehört habe, ist, das Karten, ich bin mir ziemlich sicher, weil einige sagen, ja, die wollen das Kartenspiel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das drucken werden. Okay, die Karten werden sicher irgendwann Merchandise werden. Man bekommt ziemlich alles andere von den Serien aus der Trigger Collection. Also bin mir fast sicher, dass irgendjemand das Kartenspiel irgendwann mal eine Pressung davon macht. Also früher als später wahrscheinlich sogar. Aber auf jeden Fall. Das Ganze ist wirklich so einfach. Es passiert schon etwas.
vor allem gegen Ende. Vor allem das, ein bisschen hektischere Lösung, muss ich sagen, am Schluss. Aber ist okay. In Bezug auf magische Schmetterlinge war es? Ja, Schmetterlinge war es, ja. Also Elfen sogar. Schmetterlinge. Okay. Also nicht näher eingehen, weil das ist das irgendwo ebenfalls daher mit eingebunden wird. Top-Szene auf jeden Fall, ich unbedingt Top-Szene in der Episode hier gerade. Nimmt wieder mal Susi, okay? Einfach nur deswegen. Mehr oder weniger Alchemieunterricht in der Klasse. Alle mehr oder weniger würgen sich einen runter wegen den Dämpfen, den anscheinend diese obskure Lehrerin da gerade macht in den Hexenkessel. Alle, nee, das ist nicht koscher. Die einzige Person, der das wirklich sehr viel Spaß hat, ist Susi und die Hotbox das Ding wie sonst nichts. Wow, das Gesicht, das sie macht. Sorry. Ja, die hat definitiv schon mehrere Experimente in dem Bereich hinter sich. Okay, die hat definitiv mehr als nur einen Pilz geschnuppert schon mal. Definitiv, die ist für sehr alternative Sachen zu haben anscheinend. Die Szene war super. Und ich sagen muss, ist so. Yep. That's my Susi. Also quasi, ehrlich, perfekt Report, muss ich sagen. Und war sehr lustig anzuschauen. Was geht's hier? Wir werden wahrscheinlich noch ein paar andere Charaktere zuerst kennen. Das Interessante ist, was einige Leute aufbringen und was ich sagen muss, entweder wird das wieder so einer von diesen berühmten Trigger-Twist-Dingern werden, wo ich sagen muss, okay, ich hab's kommen sehen, aber nicht so, oder sie drehen es hoch, ist ja diese ganze Geschichte, du weißt ja schon aus den OVAs und so weiter, die ganze Geschichte zwischen Ursula, also der etwas schusseligen Lehrerin und der ganzen Geschichte, wo das hingehen wird, falls du die OVAs gesehen hast. Und das ist meine Idee so, spielen sie mit dem, was die Leute die OVAs gesehen haben? Machen sie ein Geheimnis draus oder drehen sie es dann wieder um 180 Grad? Also quasi, dass du, ich sehe es unübersehbar und dann trotzdem so im rechten Winkel abbiegen vielleicht. Da bin ich gespannt, weil es ist einfach zu offensichtlich jetzt momentan schon. Weil, wie gesagt, wenn du die OVAs gesehen hast und die vorherigen Materialien, die sich auf die Trigger rausgebracht hat in dieser Serie, ist es zu offensichtlich momentan. Und du musst sagen, wir werden es sehen. Weil sie drehen das Ganze ja sehr gerne in solchen Geschichten. Auf 12, okay? Und dann entweder ist es zu offensichtlich, dass der so, nee, es kann nicht sein. Und dann machen sie das trotzdem. Oder halt eben, sie drehen es wirklich in ganz andere Richtung. Die Leute, die es gesehen haben, wissen, wovon ich meine. Was ich meine, okay? Dieses ist es? Zu offensichtlich momentan ein bisschen. Zu offensichtlich, weil, und eigentlich nicht offensichtlich, weil, wie gesagt, es folgt nicht hundertprozentig dem, was die OVAs und die Filme aufgebracht haben anscheinend. Nicht zu 100%. Also jetzt ist die OVA, für den Film ist es mehr oder weniger ziemlich so locker angelehnt, dass man sagen könnte, okay, der könnte auch genauso gut in Relation zu der Serie jetzt stehen. Also werden sehen. Auf jeden Fall, Little Witch Academia, Episode 2. Ruhig. Nicht Abschluss für die erste Episode. Ein bisschen Character Building. Ein bisschen was vom Schulleben gesehen. Gut. Aber das ist halt eben nicht gleich immer die mördermäßige Hardcore-Action, nur weil es Trigger ist, okay? Die kommen definitiv mit ganz anderen Serien auf uns los die nächsten Jahre. Bin mir ziemlich sicher sogar. Also da müsst ihr nicht jedes Mal einen zweiten Mad Max erwarten, okay? Also in dem Sinn, ich weiß nicht, ob ich noch schlafen gehen sollte überhaupt noch. Wenn das hier hochlädt, rüttelt der PC den ganzen Tag, also. Egal, ich bin hier einfach im Sessel, so wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Video. Oh mein Arbeitstag wird heute so Spaß machen. Oh, der Sarkasmus.